Und jetzt im Ersten Hart aber fair mit Frank Plasberg. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Hart aber fair. Schön, dass Sie noch dabei sind. Vielen Dank. Dankeschön. Im spannenden deutschen Duell steht es unentschieden, 1:1. Die Partie Seehofer gegen Merkel geht ja in die Verlängerung. Gelegenheit für uns, bei der WM nach dem Rechten zu sehen. Nach der Klatsche gegen Mexiko gestern, heute Morgen ein ganzes Land in Katerstimmung. Diese Schlagzeilen bringen es schön auf den Punkt. Was war das denn? Albtraum zum Auftakt. Schock für den Weltmeister. Jetzt geht's schon ums Überleben. Sowas kommt von sowas. Eine rumpelige sportliche Vorbereitung, deutsch-türkische Störfrequenzen und die Frage, wie ist das Ding noch zu retten? Hart aber fair mit diesen Gästen. Mario Basler hat 30 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft gemacht und ist nach dem Auftaktspiel überzeugt, jetzt müssen einige Stammspieler auf der Bank Platz nehmen, sonst war's das für Deutschland. Celia Sasic hat mehr als 100 Länderspiele für die Frauennationalmannschaft gemacht und sagt, nicht die Deutschen waren so schlecht, die Mexikaner waren einfach so gut. Christoph Daum hat als Fußballtrainer international 5 Meistertitel gewonnen. Er ist fassungslos. Mir wird bei dem Gekicke Angst und Bange. Da muss jetzt mal einer richtig auf den Tisch hauen. Sportjournalist Marcel Reif ist sich sicher, dass die Pfiffe im Vorfeld der WM auch zur Verunsicherung der Mannschaft beigetragen haben. Aber, so sagt er, das war auch so alles nichts. Und zwar von vorne bis hinten. Herr Basler, wie geschockt waren Sie gestern Abend? Na, so sehr geschockt war ich nicht. Das war für mich keine große Überraschung. Nach den letzten Wochen mit den ganzen Diskussionen mit Gündogan und Özil und die letzten 2 Vorbereitungsspielen. Ich habe das vor Wochen schon gesagt. Es kann auch in die falsche Richtung gehen. Es kann auch sein, dass wir nach der Vorrunde ausgeschieden sind. Und jetzt im Moment meinen wir den Teufel nicht an die Wand. Also. Ja, also nachdem heute dann auch noch die Schweden gewonnen haben, denn Schweden reicht jetzt halt auch theoretisch fast einen Punkt nur gegen uns. Die Mexikaner, gehen wir mal davon aus, sie werden ihr Spiel gewinnen. Und dann werden die Deutschen nach dem dritten Spiel nach Hause fahren. Herr Basler hat sich kurz vor der Sendung beschwert, dass ihm hier zu kalt ist im Studio. Ich will Sie mal ein bisschen auf Betriebstemperatur bringen mit einer Frage nach Toni Kroos. Wenn Sie gesehen haben, wie der gestern so bei Kontern so gemütlich nach hinten getrabt ist. Hat er Sie an was erinnert, zum Beispiel an die Laufleistung eines gewissen Mario Basler früher? Ja, also ich wäre sicherlich gestern auch wenig gelaufen, aber ich hätte wahrscheinlich ein Tor gemacht oder 2 vorbereitet. das ist der große Unterschied. Ne? Aber es war ja nicht nur... Es war ja gestern nicht nur Toni Kroos. Ich meine, Toni Kroos muss man mal ein bisschen außen vor lassen. Ich glaube, dass Toni Kroos überspielt ist. Er hat natürlich die meisten Spiele von allen in diesem Jahr gehabt. Aber was ja viel gravierender ist, dass wir gestern 5, 6 Totalausfälle gehabt haben. Ob das ein Thomas Müller war, Özil, habe ich ja meine eigene Meinung dazu. Der war wieder grottenschlecht. Toni Kroos wurde aus dem Spiel rausgenommen. Plattenhardt, Entschuldigung, können Christoph, Marcel und ich wahrscheinlich auch links hinten spielen, so wie der da rumläuft und Fußball spielt. Es war einfach zu wenig. Die Mannschaft hat zu wenig getan und Jogi muss einfach drüber nachdenken, warum hat er Reus nicht spielen lassen von Anfang an. Julian Brandt kam rein. Reus hat sich ja verplappert und hat gesagt, ja, war ja eh klar, ich sollte noch, und hat er dann ein bisschen leiser geredet, geschont werden für die wichtigen Spiele. Ja, gut, war das kein wichtiges Spiel gestern? Doch, für mich ist immer der Auftakt, das weiß Christoph ja selbst am besten. Ich glaube, wenn du in so ein Turnier gehst, ist immer das erste Spiel mit Abstand das Wichtigste. Das sollst du gewinnen, dann geht es anders. Aber wenn du verlierst, jetzt hast du natürlich noch mehr Druck als ehemaliger Weltmeister oder noch Weltmeister, nachdem Schweden gewonnen hat mit 3 Punkten. Nochmal, die Deutschen müssen am Sonntag gewinnen. Uns reicht keinen Punkt. Herr Daum, gucken wir noch mal auf gestern, bevor wir auf den Samstag gucken. In welchen Momenten, vielleicht gab es ja doch 1, 2, 3, haben Sie eine Mannschaft gesehen, die gewillt ist, den Titel zu verteidigen, die gewinnen will? Ja, positiv ausgedrückt könnte man sagen, in der zweiten Halbzeit mit der Einwechslung von Reus
kam ein gewisses Aufbäumen auf. Aber das will ich auch nicht überbewerten, weil du lagst 1-0 zurück. Du musstest einfach dort dann mehr riskieren. Und durch die Offensiveinwechslung wurde auch der Offensivdruck erhöht, ohne dass irgendwie jetzt großartige Durchschlagskraft entwickelt worden ist. Das war vielleicht als positiv zu beurteilen. Aber was sich seit geraumer Zeit wie so ein roter Faden durch die Nationalmannschaft zieht, ist ja die Suche nach Stabilität. Das ist eigentlich eine permanent wiederkommende Frage. Und das Zweite ist eben das Selbstverständnis. Wenn ich noch mich daran erinnere, in Brasilien haben wir uns wirklich in das Turnier hineingekämpft. Eigentlich bis auf das Spiel gegen Brasilien, was ein Ausnahmespiel war, waren das oft Spitz-auf-Klopf-Spiele. Ich erinnere an das Finale. Die Argentinier hatten mehrere hochkarätige Chancen. Wir konnten in der Nachspielzeit aber dann durch wirklich Willensausdauer und Willensstärke das Ding gewinnen, aber nicht, weil wir irgendwann zelebriert haben. Und jetzt, nachdem wir Weltmeister sind, hat sich irgendwie so eine Art Selbstverständnis ergeben aus dem Ballzirkulationsspiel, aus dem Positionsspiel heraus. Ich sage immer wieder, wenn Ballzirkulationsspiel Selbstzweck wird, dann nennen wir das brotlose Kunst. Und da sehen wir eben heute sehr oft, dass wir zwar unheimlich hohe Ballbesitzwerte haben. Übrigens bei der Europameisterschaft in Frankreich haben wir es schon gesehen. Die beiden Mannschaften mit den höchsten Ballbesitzwerten, Spanien und Deutschland, sind ausgeschieden. Und das ist eben kein Kriterium. Es darf kein Selbstzweck sein, es muss ein Mittel zum Zweck sein, um eben diesen Tempowechsel reinzubringen, in die Tiefe zu spielen, die Bälle zu fordern. Und ich kann jetzt hier eine taktische Spielanalyse machen, wo wenig Erfreuliches rüberkommt. Das soll aber auch ja eine schöne Sendung werden, glaube ich. Also, da danke, Herr Daum. Ich glaube, wir haben Sie auch so verstanden. Frau Sasic, Sie haben in Ihrer Karriere als Nationalspielerin viele große Turniere auch gespielt. Diese erste Niederlage und Herr Daum hat es gerade angesprochen, die Einstellung auf dem Platz. Was sagt das über den Teamgeist der Mannschaft? Also ich bin auch der Meinung, dass auf jeden Fall das erste Spiel ein sehr, sehr wichtiges Spiel ist, um in so ein Turnier reinzukommen. Einfach auch, um die Stimmung in der Mannschaft in die richtige Richtung zu lenken, gerade wenn es vorher auch diese Störfeuer gegeben hat, dass man mit einem Sieg einfach erstmal mit einem guten Gefühl wieder ins Quartier fährt und diese ganzen Sachen ein bisschen beiseite schieben kann. Jetzt ist die Mannschaft unter Druck. Sie muss sehen, dass sie dieses Spiel gut aufarbeitet und einfach sich wieder fokussiert auf das, was wichtig ist und versucht wirklich dann nicht eben gespalten aus dieser Sache hervorzugehen, dass es dann nachher anfängt, irgendwelche Reibungen zu geben innerhalb der Mannschaft und dass dann das nicht mehr zusammenfindet, sondern sie müssen versuchen, dass sie einfach wieder auf den Punkt kommen und auch die nächsten Spiele, ob sie das schön gewinnen oder nicht schön gewinnen, das ist egal, sie müssen die gewinnen. Weil wenn man sieht, aber nochmal die Frage nach dem Team, dazu müsste ja so ein Teamwillen da sein, um das Wort von Herrn Daum, Willen auch zu haben. Wenn Sie sich das gestern angeguckt haben, wir hören uns gleich nochmal ein Zitat an von Hummels, der ja da recht offen kritisiert hat, wenn Sie sich das mal vor Augen führen, trauen Sie das dem Team noch zu, ein Team zu werden? Ich hoffe es. Manchmal können solche Erlebnisse in die richtige Richtung lenken, aber eben auch in die verkehrte Richtung. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass eben die Führungsspieler das hinkriegen, dass sie das Team zusammenführen und eben die richtigen Lehren daraus ziehen, um zu wissen, es ist wirklich Zeit. Alles ist schon am Brennen und man muss jetzt schauen, dass man jetzt die Vorrunde übersteht, dass man es schafft, einfach zu gewinnen, 6 Punkte zu holen. Und dann ist es auch im Endeffekt egal, wie man in die nächste Runde einzieht. Alles aber brennt, Frage, haben Sie gesagt, die Hütte brennt. Die Frage ist ja, haben wir Führungsspieler? Ja, haben wir im Moment Führungsspieler? Das, was Hummels gestern gemacht hat, war ja enorm wichtig, die Dinge zu benennen. Wollen wir es mal hören? Nur es ist ein Tabubruch. Leichte Ballverlust und Absicherung, die wir heute leider wieder nicht umgesetzt haben. Und dadurch sah die erste Halbzeit dann eben so aus, wie sie aussah. Fühlten Sie sich manchmal alleine gelassen hinten? Ja, das ist das, was ich oft anspreche intern. Fruchtet anscheinend noch nicht so ganz. Unsere Absicherung steht nicht gut, muss man sagen. Wir sind oft nur Jerome und ich hinten. Und so haben sie uns eben heute gnadenlos ausgekontert. Er hat noch was gesagt, wenn 7, 8 offensiv spielen, das stehen wir halt hinten alleine. Das ist ein Tabubruch, das kannst du öffentlich nicht machen.
Das musst du intern ansprechen. Also das ist jetzt eindeutig. Hier, das war auf Kimmich gemünzt, das war auf Khedira gemünzt. Nur wir beide stehen da hinten alleine. Also das, du bist jetzt in der Zwickmühle. Du musst die Dinge klar benennen, weil das war ja gestern nicht Pech. Wenn die Mexikaner nicht so jämmerlich ihre Konter zu Ende spielen, gibt das ein Desaster, kriegst du 5 Tore. Das war überhaupt nichts mit Pech, das war eine eindeutig klare Niederlage. Am Ende ein paar Chancen, aber die Chancen, die die hatten. Und jetzt müssen sie die Dinge besprechen, aber das hilft dem Teamgeist nicht. Ich kann ihn, nenne ihn blind jetzt mal, behaupte ich mal 3, 4 Spieler, die sagen, Herr Hummels, will mir erklären, wie es geht. Gucken wir uns doch mal das Gegentor an, was hast du denn da gemacht? Und das ist der Anfang vom Ende. Also wenn sie, da müssen sie ganz schnell viele Dinge klären. Herr Basler, ist das so? Also wenn einer aus der Mannschaft rausgeht, man hat ja auch seine Verzweiflung gesehen. Er hat ja mal so in den Himmel reingeguckt und er ahnte, glaube ich, dass es sich da, der hatte sich an den Kopf gegriffen, ein bisschen in eine verbale Falle manövriert hat. Wie wirkt das in der Mannschaft? Also grundsätzlich hat er ja recht mit seinen Äußerungen. Mhm. Natürlich muss er auch erstmal an seine Leistung denken. Ne? Er hat sicherlich, Marcel hat es ja gerade gesagt, ich meine, wenn die Mexikaner, wir können ja in der ersten Halbzeit 4-0 hinten liegen. Wenn wir ganz ehrlich sind, hätten wir 3-4-0 hinlegen können. Natürlich darfst du diese Dinge nicht öffentlich sagen oder vor der Kamera. Das musst du dann intern, da musst du richtig mal reinknallen. Da musst du das mal sagen. Nur das traut sich ja keiner mehr. Ne, wenn ich gestern die Mannschaft da gesehen habe, die Körpersprache, ich meine, ich muss es halt immer wieder sagen, wenn einer, ein Özil, dem seine Körpersprache ist die von einem toten Frosch. Ne? Das ist jämmerlich, das ist jämmerlich. Das ist jämmerlich wiederum, wenn wir das erste Tor nehmen. Also ich war erklären Sie es mir. Ich bin kein großer Fußballexperte. Ich glaube, Zuschauer wissen das auch und meine Redaktion. Bitte erklären Sie es mir nochmal. Toter Frosch habe ich verstanden. Aber es geht doch nicht um einen Laufstegwettbewerb, wo man postet, sondern es geht darum, den Ball geschickt zu treffen, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber was hat er denn gemacht? Der macht seit 4 Jahren, spielt er Bälle auf 5 Meter. Gegen Luxemburg spielt er dann mal den, wie sagt man so schön, No-Look-Pass, da guckt er dahin, spielt dahin. Das kann jeder, das können wir beide auch noch, heute. Und wir sind ein paar Jahre älter. Aber wenn ich gestern das Tor nehme, wie er da verteidigt hat als sogenannter Führungsspieler, das war ja erbärmlich. Das war ja, der hätte ja auch sagen können, bitte, nimm den Ball und schieß ihn einfach rein. Das ist doch keine Verteidigung. Und als Mittelfeldspieler sollst du auch zwischendurch mal einen Zweikampf gewinnen. Und das hat er nicht gedacht. Dann hat er seinen Superpartner, der wird dran mit Khedira, der auch seit 2 Jahren rumläuft. Dem kannst du die Schuhe besohlen beim Laufen. Ja, dann kannst du die Stollen runterdrehen und draufdrehen während im Laufen. Das ist ja mit Fußball, mit internationaler Klasse und Weltmeisterschaft ja nicht mehr viel zu tun. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen. Ja, aber wer kann mir das denn erklären aus dieser Runde 2014? Wir haben ja viele Spieler von damals noch dabei. Es ist ja nicht so, als wenn da ein Austausch gekommen ist. Ich verstehe es noch nicht. Was ist denn da passiert? Das ist die Antwort. Es sind die Spieler dabei, die vor 4 Jahren Weltmeister geworden sind. Toni Kroos zum Beispiel, den vorhin in der ersten Frage als Beispiel genommen. Toni Kroos hat jetzt gerade auch noch die Champions League gewonnen. Und zwar, glaube ich, zum 3. oder 4. Mal. Wenn Menschen in dem Alter, junge Menschen, haben 2014 das gewonnen, was es im Fußball zu gewinnen gibt. Mehr kannst du als Weltmeister, mehr geht nicht. So, 4 Jahre später bist du komischerweise 4 Jahre älter, hast nochmal 400 Spiele in den Knochen, hast dann jetzt auch nochmal eine lange Saison hinter dir. Wo ist die gleiche Gier, der gleiche Hunger, das nochmal zu gewinnen? Du stehst also vor dem Gipfel, da warst du schon mal oben, jetzt müssen wir wieder hoch. Und dann spielen die Mexikaner plötzlich, machen dir nicht den Gefallen und sagen, oh, der Weltmeister, können wir Trikots tauschen, können wir Autogramme haben, irgendwie lebend rauskommen, sondern die halten mal dagegen. Gestern gab es noch eine Sache, wo ich dachte, ich sehe nicht recht. Also du spielst Mexikaner, bevor wir die zu einer Übermannschaft machen. Also die sind okay, aber die sind durch das deutsche Spiel so stark gemacht worden, irre. 2 Kämpfe. Jede Berührung fällt einer von unseren um, bleibt liegen und du denkst, Majestätsbeleidigung. Entweder ist er schwer verletzt, nein, er ist beleidigt. Er ist beleidigt, dass es bei der Weltmeisterschaft ein bisschen hackig ist. Also, das ist keine Hybris. Ich glaube, Sie sind in Ihrer eigenen Falle drin. Die Einstellung, noch mal dasselbe Frau zu wollen. Ich muss Sie jetzt mal reinnehmen. Hier sitzen 3, also er hat gespielt. Herr Daum hat auch mal ganz früher gespielt und trainiert. Aber Sie haben wirklich gespielt und auch gewonnen. Dieses Sättigungsgefühl, was einen dann irgendwie über den Platz komisch spazieren gehen lässt, ist das tatsächlich so, wie Herr Reif das sagt? Eine Weltmeisterschaft ist eine Weltmeisterschaft. Man weiß doch, dass das ganze Land da steht und fiebert.
kann das dann sein, dass man dann wirklich sagt, ach, ich brenne da gar nicht mehr so für? Also ich glaube, im Vorhinein ist schon jeder darauf fokussiert, einfach diesen Titel wieder zu gewinnen. Gerade eben auch das Wiedergewinnen wäre ja etwas, was wirklich nochmal... Der fünfte Stern. Historisch. Nicht nur der fünfte Stern, sondern auch historisch. Ich bin jemand, der einen Weltmeistertitel verteidigt hat. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Das kann natürlich auch nochmal ein Anreiz sein. Klar ist aber auch, dass der Weg dorthin deutlich schwieriger ist, weil man einfach weiß, was alles vor einem liegt, was auf einen zukommt und dass eigentlich alle Mannschaften, gegen die man spielt, die spielen gegen den Weltmeister. Das heißt, alle Mannschaften lassen ihr Herz auf dem Platz gegen dieses Team und versuchen alles daran zu setzen, dass es eben nicht so ist. Und da muss man halt gucken, dass man wirklich nicht diesen 1%-Punkt weniger auf den Platz bringt, sondern eben schafft, dieses Level zu halten, was äußerst schwer ist, auch mental. Herr Daum, wie motiviert man satte Spieler? Ich möchte noch mal auf Marcel Reif eingehen und möchte das noch ein bisschen konkretisieren. Ich glaube, zusätzlich zu den ganzen Aspekten, die er eben genannt hat, mit den mehr Spielen, mehr Titeln, hat sich der DFB auch für mich zu einer Art Wohlfühloase entwickelt. Das heißt, der DFB hat mittlerweile eine Organisation, wo dem Spieler fast alles abgenommen wird. Sehr überrascht hat mich überhaupt die Diskussion über das Watnu-Hotel, oder wie heißt das? Ja, Watnuki. Watnuki, oder wie es heißt. Ich finde das eigentlich mal sehr, sehr gut, dass man auch da mal wieder etwas einfachere Verhältnisse vorfindet, aber dann dazu sagen, ja, das ist ein Plattenbau und wir freuen uns schon wieder auf unser Urlaubshotel und die Espressomaschine funktioniert nicht. Da habe ich gedacht, in welchem Film bist du eigentlich? Das heißt, dieses Ganze drumherum, das hat eine solche Perfektion angenommen, dass... Ja, aber da sage ich mal, da können sich die Spieler aufs Fußballspielen konzentrieren, müssen nicht den Koffer packen, müssen nicht überlegen, habe ich die richtigen Schuhe dabei, die finden sie am Zimmer. Konzentration auf die Sache. Fußball braucht auch nach meinem Verständnis eine gewisse Alarmstimmung, ein gewisses Reizklima. Das sagte ich ja eingangs, dass ich erwähnte, die Mannschaft ist auf der Suche nach ihrem Selbstverständnis. Marcel Reif sagt das eben schon richtig mit den Zweikampfverhalten. Der DFB ist so gut organisiert, wie ich das eben ausgedrückt habe. Warum informiert man sich nicht mal vorher bei den Schiedsrichtern, wie werden eigentlich hier bei dieser Weltmeisterschaft die Regeln interpretiert? Denn es war von Collini eine klare Ansage, dass die Schiedsrichter etwas großzügiger pfeifen würden und nicht eben jeden Zweikampf bei jeder Körperberührung sofort abpfeifen werden. Und die Deutschen sind manchmal rumgelaufen mit so einem Schild dran oder ein imaginäres Schild, don't touch. Und als man sie dann berührt hat, dann, wie es eben richtig anklang, dann kam es so als eine Art Majestätsbeleidigung vor. Körperlos kannst du nicht Weltmeister werden. Wir sind auch nicht körperlos in Brasilien Weltmeister geworden. Da sind wir zur Sache gegangen. Mit vier Innenverteidigern haben wir hingespielt. Wir haben uns viele Dinge, wenn ich noch an das Viertelfinale gegen Frankreich mich erinnere, wie wir 1-0 in Führung gehen. Und dann haben wir eine Abwehrschlacht gemacht mit Mann und Maus und haben uns gemeinsam dieses 1-0 und das Halbfinale erkämpft. Und jetzt habe ich manchmal den Eindruck, der spielerische Moment, den ich nicht irgendwie unterbewerten will. Fußball muss auch gespielt werden. Fußball darf nicht nur gekämpft werden. Aber ich habe immer wieder gesagt, Kampf ist nicht alles. Aber ohne Kampf ist alles nichts. Ist zwar auch eine Phrase. Und ich glaube, da müssen wir, was das Zweikampfverhalten anbelangt, uns auch mal wieder auf unsere Verantwortung besinnen und nicht nur attraktiv spielen. Die größte Attraktivität, die ich kenne, ist, ein Spiel zu gewinnen. Wenn es eine Szene gibt, an der sich vieles ablesen lässt, was hier gesagt worden ist, dann fällt einem natürlich das... Die Wirklichkeit, die das Tempo nicht haben. Also Khedira vergisst alles, lässt alles hinter sich. Keiner sichert ihn ab. Das ist ja das, was Hummels meint. Niemand sichert ab. Hummels macht dann einen fürchterlichen Fehler. Da so rausgehen, dann musst du den Ball haben. Das Risiko ist aber viel zu groß. Er muss nur den mit aufnehmen. Nochmal, gegen eine Mannschaft, die wirklich nicht das überragend gemacht hat. Hier haben sie es richtig gut gespielt. Die deutsche Mannschaft hat weder... taktisch richtig gestanden, noch individuell die Dinge richtig angegangen. Und dann kriegst du so ein Tor. Wenn du das anguckst, das ist...
Das ist also sehr, sehr schwer zu erklären. Sehr, Marcel sehr schwer. Ralf ringt um Worte, ja, das habe ich auch noch nicht erlebt. Nein, weil es ja eben nicht irgendein Zufallstor ist. Also es passiert doch immer mal dann an einem Eckball, irgendein Schuss wird dreimal abgelenkt und landet im Winkel, da schießt das im Leben nie wieder so. Das war hier eine völlig, als Khedira vorne den Ball verliert, das war nicht der einzige Ballverlust, sondern unsäglich viele Ballverluste. Der verliert den Ball in einem Zweikampf, den er für brutal hält, bleibt liegen, Schiedsrichter, da war nichts. Und dann geht es in die andere Richtung und da stimmt nichts. Keine, das war ja auch nicht die erste Situation, seit der vorher schon mehrfach Lichterlohe brannt. Eigentlich hätte man schon vorgewarnt sein müssen. Von der Spielanlage ist es natürlich ein bisschen, man sagt da in der Fußballfachsprache, die taktische Spielanlage des deutschen Teams ist etwas asymmetrisch ausgelegt. Das heißt also, Kimmich soll sich etwas höher schieben, damit immer wieder Müller einrücken kann. Das ist bewusst so gewollt. Die linke Seite bleibt dafür eben mit Plattenhardt in einigen Situationen weiter zurück. Wenn ich aber sehe, dass ich nicht ins Spiel komme, dann muss ich erstmal für eine Kompaktheit sorgen und erstmal wirklich die Räume zumachen und nicht Offensive mit offen verwechseln. Das ist, glaube ich, ein Problem, dass das zwei völlig unterschiedliche Verhaltensweisen und Begriffe sind. Und da würde ich allen empfehlen, auch mal wieder back to the roots, auch wie Marcel Ralf es eben richtig sagte, Mats Hummels hat einen Tabubruch gemacht, geht jetzt wirklich richtig massiv in die Kritik rein. Und ich finde das eigentlich ganz gut, denn jetzt wird das auch mal öffentlich gemacht. Ansonsten wurde ja immer wieder alles hinter verschlossenen Türen gemacht. Es war Sie, für mich eine Situation. Hätten Sie es als Trainer gerne auf dem Bazar verhandelt, was Sie so machen? Das ist kein Bazar, sondern hier übernimmt eine Verantwortung. Das Tragische ist nur an dieser ganzen Sache. Mats Hummels ist einer, der Verantwortung übernehmen kann. Aber der hat sich bei diesem 1:0 völlig falsch verhalten. Erstens ist er nicht eng genug dran bei der Ballannahme. Dann kommt er zu spät. Dann muss ich ein taktisches Foul machen. Entschuldigung, wenn ich das hier sage. Aber das gehört im Fußball auch mit dazu. Und nicht irgendwo somewhere nowhere hineingleiten. Und dann die anderen Verhaltensweisen, okay, die brauchen wir gar nicht mehr zu kommentieren. Sehen Sie das auch so, Herr Basler, dass also er wenigstens den Ball haben muss? Wenn er den nicht hat, muss er den Mann nehmen? Es gibt ja nur die zwei Möglichkeiten. Also wenn ich den Ball nicht kriege, muss ich den Gegenspieler wenigstens. Das ist ja, Mats ist ja so erfahren. Er muss ja in dieser Situation, muss er ja erkennen, was passiert, wenn er diesen Ball nicht kriegt. Es war ja klar, wenn er den Zweikampf verliert, dass hinten auf ist wie ein Scheunentor. Also muss er das taktische Foul machen, kriegt er eine gelbe Karte. Und da passiert nichts. Oder er bleibt weg. Eigentlich müsste er ja erkennen, dass er nicht mehr hinkommt. Also lasse ich mich einfach zurückfallen und nehme den Laufweg mit dem Gegenspieler auf. Erst muss er vorher Er spielt nicht mit, er guckt vorne, was da vorne aber passiert. Aber wenn er so weit weg ist, dann muss er wegbleiben, muss verzögern und den anderen die Möglichkeit geben, die Lücken wieder zu schließen. Das ist ein Selbstmordunternehmen. Ich genieße diesen Abend sehr. Normalerweise verhandeln wir hier politische Themen und andere Themen. So deutliche Aussagen kriegt man wirklich selten wie heute Abend. Frau Sasic. Sie haben noch das Gefühl der Spielerin in sich. Sind Sie etwas gnädiger? Sind Sie etwas differenzierter als die Männer um Sie herum? Ach, müssen wir noch gnädig sein jetzt mit den Herren, oder? Ich habe eine Frage. Ach so, Entschuldigung. Ich denke, es ist offensichtlich, und das wissen auch, glaube ich, die Spieler, dass es kein gutes Spiel war und was für Fehler sie auch gemacht haben, die sie nicht machen dürfen. Gerade auch in dem Fall, wo das Tor gefallen ist, wurde es, glaube ich, auch schon mehrfach gesagt, dass Hummels, entweder er muss rausgehen, er muss den Ball haben, sich sicher sein, oder eben einfach verzögern, Tempo rausnehmen aus der ganzen Geschichte, dass alle nachkommen können. Und ich bin in der Hinsicht vielleicht gnädig, weil ich weiß natürlich, wie die Spieler sich fühlen, noch vielleicht ein bisschen frischer. Und ich weiß auch, dass sie selber wissen, dass sie diese ganzen Fehler gemacht haben. Und dass sie nicht sagen, warum beschweren sich denn die ganzen Leute darüber, dass wir so schlecht gespielt haben, wir haben es doch gut gemacht. Also sie wissen das und es hat auch Mats Hummels angesprochen und auch andere Spieler. Es ist jetzt nur wichtig, dass sie es innerhalb der Mannschaft einfach verstehen und auf dem Platz wirklich ihr Herz da lassen und einfach sagen, wir müssen jetzt, wie Herr Daum gesagt hat, einfach schauen, dass wir erstmal uns auf das Wichtige besinnen, wenn das andere noch nicht funktioniert, dass wir hinten zumachen, kompakt stehen,
durch einfache Sachen, die Sachen, die wir können, und wieder Selbstvertrauen holen, Selbstsicherheit holen. Ich habe das jetzt schon zweimal gehört, kompakt stehen, Kompaktheit schaffen, Herr Reif. Können Sie es mir mal übersetzen, wofür steht kompakt stehen? Wenn Sie zwischen den einzelnen Spielern so viel Platz sehen wie da und die Mexikaner da drin rumturnen können und nicht nur einmal, sondern x-mal in so einem Spiel, dann stimmt es. Dann ist keine Kompaktheit da. Das Beste, dieses Spiel hatte einen guten Aspekt. Das war so schlecht in allem, dass du es nicht schönreden kannst. Also du kannst. Wir hatten diese Testspiele und da habe ich immer noch gesagt, Testspiele sind Testspiele, weil sie Testspiele sind, ist doch gut. Die Österreicher spielen um ihr Leben, die können einmal die Deutschen schlagen, dann schaffen sie es, können sie Cordoba endlich wieder ein bisschen zur Seite tun. Großartig. Saudi-Arabien, was ist, gegen die musst du spielen. Wenn du die nicht 5-0 weghaust, sagen alle Leute, na, so doll ist es aber nicht. Es wurde aber ein äußerst mühsames 2-1. Also sagst du, komm, die wissen, wie es geht, die springen nur so hoch, wie sie müssen. Jetzt kommt das Eröffnungsspiel, da wirst du sehen. Nichts, es wirkte fürchterlich schwer. Es wirkte unfrisch, es wirkte unfröhlich. Das ist das, was mir so Sorge macht. Herr Basler, war nicht einzelne Fehler, sondern es war eine Gesamtanlage. Herr Basler, Jogi Löw ist ja bekannt dafür, dass er nicht Fehler zweimal macht oder dreimal macht. Wie radikal kann man eine Mannschaft umbauen? Jetzt im Hinblick auf Schweden ist jetzt ein Endspiel am Samstag schon. Wie radikal kann man da tauschen? Der Trainer hat doch jetzt alle Argumente. Christoph weiß das ja noch viel besser, er hat ja große Mannschaften trainiert, hat Titel gewonnen. Ist doch relativ einfach, er hat ja die Auswahl, er kann ja 6 Spieler draußen lassen. Jetzt kann er sich 2 davon aussuchen und die, wo draußen bleiben müssen, die dürfen sich gar nicht beschweren, weil die waren so katastrophal schlecht. Sie würden in einer 9 Mannschaft auflaufen? Ich würde zumindest mit Reus und Brandt, ich würde den Jungs die Chance geben. Man muss ja auch fairerweise sagen, man muss ja auch mal Thomas Müller langsam eine Pause geben. Der stolpert ja mehr die Bälle im Moment rum, wie alles andere. Aber taktisch, also Thomas Müller wieder rechts außen weggeparkt. Das kommt das ja dazu. Weißt du, es gibt 2 Möglichkeiten, die du mit ihm nicht machen darfst. Vorne irgendwo in die Sturmspitze stellen, im Strafraum, da weiß er auch nicht, was er machen soll. Und rechts außen ist er weggeparkt. Das ist ein Spieler, der selber nicht weiß, warum er Dinge tut. Weil er ein Gefühl hat für Räume, für sich irgendwo rumbewegen, zwischen den Linien, rum den Strafraum. Dann ist er plötzlich im Strafraum. Das ist anarchisch, aber es ist das, was er kann und was Mannschaften weiterbringt. Du stellst ihn da draußen hin. Und warum Jogi Löw ihn wieder da draußen hinstellt, es ist mir ein Rätsel. Er steht da draußen und ist völlig aus dem Spiel raus. Aber dafür muss er natürlich auch mal seinen Özil rausnehmen. Ne, der Özil hat, ich habe es damals gesagt, 2014 war er auch nur der Mitläufer. Der hat in 2014 relativ wenig dazu beigetragen, dass wir Weltmeister geworden sind. Jetzt geht das Turnier los, er spielt 5 Meter Bälle, die können wir alle auch noch spielen, wir beide auch noch. Hin und her, das langsame Fußballspiel und Ball halten und 3 Meter zurück, 3 Meter quer, dass sie die Mexikaner alle schön hineinstellen können. Taktisch natürlich muss man sagen, Thomas Müller. Sagen Sie, wenn der Özil so schlecht ist, ich habe das ja jetzt verstanden, ne? Warum spielt er denn nicht bei TuS Wermelskirchen oder sonst wo? Da gehört er normalerweise hin, so wie er spielt. Also so wie er im Moment spielt, haben wir keine Chance, dass er uns zur Weltmeisterschaft hilft. Er hat uns 2014 auch nicht geholfen. Nochmal, ich weiß auch nicht, warum Jogi 2014 in jedes Spiel hat spielen lassen. Der war Mitläufer, der hat eine Körpersprache, die ist sowas von schlecht. Ich habe das Tor gerade nochmal gesehen. Das ist ja, bitte schieß doch rein. Das hat doch mit Fußball, mit einer Weltmeisterschaft nichts zu tun. Nochmal, ich sage das seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren erkläre ich den Leuten, dass Özil überbewertet ist als Fußballer. Er bestätigt mich jedes Mal wieder. Ich habe in einem großen Spiel, wirst du von Mesut Özil nichts sehen. Herr Reif, gehen Sie das so mit in der Radikalität? Nein, gehe ich natürlich nicht mit. Ich kann Mario sehr gut verstehen, weil er die Effektivität, die Mario ausgezeichnet hat, bei Mesut Özil nicht so zu erkennen ist. Vom Bewegungsumfang waren sie ähnlich, aber von der Ein Unterschied noch. Der verdient aber 15 Millionen mehr wie ich damals. Ja. Ist der große Unterschied, der einzigste auch. Würdest du heute auch mehr verdienen, würdest du heute noch spielen? Mehr. Ja, oder so. Noch mehr. Nein, der Unterschied ist natürlich, dass
Mario natürlich dann einige wirklich geniale Aktionen hat. Ich würde aber Özil, der glaube ich auch über 90 Länderspiele hat, jetzt nicht sagen, dass wir trotz Mesut Özil Weltmeister geworden sind, wie das rausklingt. Nein, er ist Teil einer Mannschaft. Diese Mannschaftsleistung jetzt so aufzurechnen und zu sagen, wer hat welchen Anteil, ich glaube, das ist mathematisch nicht möglich. Und ich habe auch viele Spiele gesehen, wo Özil auch sehr gute öffnende Bälle gespielt hat, die nachher letztendlich zum finalen Pass geführt haben und auch zu Toren. Ich will nur das Bild abrunden. Özil, Sie haben sich gemeldet, Frau Sasic. Warum kritisiert man Mesut Özil mehr als andere vielleicht? Warum? Weil er unfassbar gute Anlagen hat. Das ist ein begnadeter Kicker. Er macht nur zu wenig. Das habe ich über Basler auch noch mal gelesen. Ja, er unfassbar macht, gute er Anlagen, läuft, aber er machte zu wenig drauf. Ja, er hat auch seine ganze Karriere hat viel mehr rausgeholt. Genau. Mesut Özil kann mehr, als er zeigt. Und er hat die Neigung, zumindest kommt es am Ende so raus, er spielt gut gegen West Bromwich Albion, genau, und Brighton and Hove, genau, Tralala. Aber wenn es gegen in England, die Statistiken seiner Spiele bei Arsenal, wenn es gegen Tottenham, Chelsea, Manchester United, Manchester City, gegen die Großen geht, taucht er sehr gerne ab. Richtig. Gestern bräuchtest du ihn auf dem Platz. Ich glaube allerdings, dass auch Jogi Löw an der Geschichte gestern nicht ganz unschuldig ist. Gestern sind sie ausgecoacht worden. Also wenn Boateng sich nach dem Spiel hinstellt und sagt, oh, wir sind überrascht worden, die sind gar nicht vorne draufgegangen, sondern die haben uns kommen lassen und haben zwei Mann. Die haben sich ja nicht in die Hosen gemacht, die Mexikaner, und sich alle elf Mann hinten reingestellt, was du bei dieser idiotischen WM mit so vielen Mannschaften ja in der Vorrunde oft genug siehst. Sondern die haben zwei, drei Mann vorne stehen lassen und gesagt, pass mal auf, die Deutschen lassen wir mal kommen und dann kontern wir sie aus. Wenn mit Tempo haben sie Probleme. Dagegen gab es kein Mittel. Und wenn eine Mannschaft so in der unbalanciert auftritt, zwischen Angriff und Abwehr, da frage ich als erstes mal den Trainer. Nochmal, das waren nicht individuelle Fehler gestern, sondern das war das, was am meisten Sorge machen muss, ist die gesamte Spielanlage. Ich habe gesagt, wir machen eine Runde zu Özil, zu Baslers hartem Einstieg. Also wollen Sie noch was? Es ist natürlich auch nicht so extrem wie Mario Basler. Allerdings stehe ich auch mehr auf die Spielertypen wie Reus, die ein bisschen mit mehr Tempo, mehr Dynamik in die Sache reingehen, das 1 gegen 1 suchen. Und vor allem auch, was ich sehr an Reus schätze dann, was Özil weniger hat, ist eben dieser Torabschluss. Einfach dieses mit Zug zum Tor zu spielen und dann auch schnörkelloser einfach aufs Tor abzuschließen. Danke bis hierhin, bin gleich wieder da. Jetzt sind unsere Zuschauer dran. Birgitte Büscher hat gelesen und heute nur gelesen, denn wir haben die Sendung am Abend aufgezeichnet. Und das bedeutet für das, was du uns bringst, was? Das bedeutet, dass ganz viel Verlass ist auf unsere Zuschauer, denn das tun sie ja immer, bevor unsere Sendung startet, schreiben die immer schon ins Gästebuch und bei Facebook. Das haben sie auch heute getan und da habe ich mal reingeschaut. Was man ganz klar merkt, diese Fieberkurve Fußball, die ist irgendwie noch nicht so richtig in Schwung gekommen oder vielleicht sogar schon abgekühlt. Und ein unserer Zuschauer hat eine ganz besondere Sorge, hat mir sehr gefallen. Günni Kaczmierczak schreibt im Gästebuch, Alarm. Die Verkaufspreise und sogar der Tauschwert von Panini-Bildchen deutscher WM-Kicker sind auf ein Allzeittief gefallen. Wenn die Kicker jetzt nicht doch noch Gas geben, muss ich wegen meines spekulativen Vorab-Investments wohl Panini-Insolvenz anmelden. Kleines bisschen Galgenhumor.